Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 4 The Room. Wir befinden uns in der letzten Welt. Wir haben es tatsächlich bis hierher geschafft. Wir stehen ganz kurz davor, Walter Sullivan aufzuhalten. Auf der anderen Seite steht Walter Sullivan allerdings auch ganz kurz davor, sein Ritual abzuschließen. Ihm fehlen dafür nur noch zwei Opfer. Nummer 20, die wiedergeborene Mutter Eileen Galvin. Und Nummer 21, der Empfänger der Weisheit, Henry Townsend. Wer wird gewinnen? Finden wir es heraus. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Das war jetzt etwas antiklimatisch, gebe ich zu. Na gut, müssen wir tatsächlich hier unten weiter. Ein simpler Blick auf die Karte hätte mir das wahrscheinlich auch offenbart, oder? Ja. Okay, unser Ziel ist Zimmer 105. So viel kann ich schon mal verraten. Nur dahin zu kommen, ist natürlich nicht ganz so einfach. Wann war das schon mal einfach? So, ich würde jetzt gerne in die andere Richtung gucken, damit ich weiß, ob da Monster sind. Das sieht in Farbe bestimmt alles viel besser aus, als in Schwarz-Weiß, was ich hier habe. Alter, die Geräusche machen mich wahnsinnig. Wow! Den habe ich gar nicht gesehen! Ich glaube, der macht uns jetzt hier allgemein das Leben so ein bisschen schwer. Ach, hier sind wir. Hier sind wir bei den ganzen Gemälden. Gibt es was, was wir mitnehmen können hier irgendwo? Da liegt eine Handtasche auf dem Tisch, oder? Ich fand die ganzen Gemälde beim ersten Mal schon unheimlich. Ein letztes Schwert des Gehorsams. Aber ganz ehrlich, wofür soll ich das mitnehmen? Wir haben keine Geister mehr, die ich unbedingt versiegeln will. Da hängt da ein Zettel. Nee. Und das hier ist die Wohnung, in der Walter unterwegs war, ne? Na, auf jeden Fall stand er ja direkt vor 203. Ah, in Schwarz-Weiß ist das alles ein bisschen schwieriger hier. Das ist die Wohnungstür, oder? Nein, ist es nicht. Nee, jetzt gerade nicht. Der Anschluss, den Sie versuchen zu erreichen, ist derzeit nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es später nochmal. Insektenspray. Was machen wir denn mit Insektenspray? Wirkungsvoll gegen bestimmte Feinde. Okay. Ich glaube nicht, dass ich das irgendwann beim Durchspielen schon mal eingesammelt habe. Eileen, ich hasse dich gerade ein bisschen. Frage, stehen wir jetzt direkt neben Walter? Sollten wir losrennen? Aus irgendeinem Grund ist die Antwort nein. Okay. Da ist Walter. Wieso steht denn der jetzt da drüben? Alter! Da bin ich an Eileen hängen geblieben, an der blöden Kuh! Ich hasse Eileen!
Ich hasse sie, hasse sie, hasse sie! Ja, das habe ich selber verschuldet. Das gebe ich zu. Aber das erste Mal bin ich an ihn hängen geblieben und das war scheiße. So was könnt ihr nicht machen, Leute. Was ist das? Was ist das? Egal, darf ich nicht untersuchen. Okay, gut zu wissen. Ja, wir können nur weitergehen. Sequenz? Da lädst du da. Ach, du Schande. Ach, du Schandenscheiße. Eileen! Alter! Wehe, du regst dich! Wehe, du regst dich hinterher drüber auf, dass ich dir Schaden zugefügt haben soll. Zu viele. Das hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Ist irgendwelche Räume, die wir rein müssen? Ja. Ah, Scheiße! Alter! Wenn man wegen der blöden Kamera an irgendwelchen Ecken hängen bleibt, das nervt. Ja. Ist Eileen wenigstens mitgekommen? Ja. Alter, das war alles unnötiger Schaden. Das war so unnötiger Schaden. Ich werde am Ende bestimmt... Eigentlich mein Amulett schon ausgerüstet? Ja. Ich werde am Ende bestimmt dann nicht genug Heilung haben, um Walter zu besiegen. Ich sehe es kommen. Was liegt denn da? Liegt da was? Ach, red doch keine Scheiße. Der Junge ist ein psychopathischer Irrer. Ich meine, er ist fest davon überzeugt, eine Wohnung ist seine Mutter. Was soll man denn von so einem halten? Walter, lass mich in Ruhe. Ich warte mit dem Heilen noch. Aber wir scheinen ja die Schlüssel nicht zu brauchen, ne? Die ich extra mitgenommen habe. Die einen wertvollen Platz in meinem Inventar blockieren. Ärgerlich. Keine Gegner zu sehen. Aber in dieses Treppenhaus will ich nicht wieder zurück. Nee, das war mir zu krass. Oh! Hallo Walter! Na, alte Socke! Scheiße. Müssen wir ein bisschen schneller sein jetzt also. Gucken, ob hier irgendwo... Gegenstände zum Mitnehmen sind. Irgendwas Wichtiges. Walter, lass mich in Ruhe. Hier ist eine heilige Kerze. Walter, du bist ein Arsch. Hab ich dir das schon mal gesagt? Das ist gerade richtig fies. Weil ich komme nicht an ihm vorbei. Das nervt mich gerade so total. Dass ich hier einen Schaden einstecke. Das war doch einfach nur fies eben. Ja, ich hatte ja überhaupt keine andere Chance, als da zu stehen und mich von ihm beschießen zu lassen. Ich hatte keine andere Chance. Keine andere Wahl.
Weil er sich entschieden hat, einfach mal im Weg zu stehen. Der Blödmann, der. Blöde Blödmann. Ach, und jetzt spielt die Titelmusik, ja? Roll Credits. Mir geht die Heilung aus. Wow! Danke, Eileen! Ich fall doch endlich um. Alter, ich habe wirklich bald keine Heilung mehr. Ich brauche dringend eine Möglichkeit, mich zu heilen. Dringend! Kann ich den ganzen Scheiß nochmal machen hier. Wo sind wir? Welche Wohnung ist das jetzt hier? Und... ganz wichtig, ist Walter hier wieder unterwegs. 1:07, wir sind fast am Ziel. Ich könnte jetzt nochmal einen Heiltrank gebrauchen, ganz ehrlich. Heiltrank wäre voll dufte. Oh, Kamera! Ich hasse 2D-Kontrollen. 2D heißt ja, der Charakter bewegt sich immer relativ zur Kamera. Also wenn ich nach links drücke, bewegt er sich nach links. Wenn ich nach rechts drücke, bewegt er sich nach rechts, je nachdem wie die Kamera ausgerichtet ist. Und 3D-Kontrollen sind ja immer ausgehend vom Charakter selber. Da kann das nicht passieren, dass man dann plötzlich in die andere Richtung rennt, nur weil der Kamerawinkel sich ändert. Hier muss doch irgendwo was sein. Ein Nährstoffdrink. Oh, Gott sei Dank. Den können wir gleich mal einschmeißen. Immerhin etwas, ey. Wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Da hinten geht es wahrscheinlich nicht weiter. Ja, da macht sich die Kamera ja nicht mal die Mühe mitzukommen. Da geht's garantiert nicht weiter. Ich hab doch gesagt, die letzte Welt, die hat's richtig in sich. Was ist das denn hier? Das dürfte Zimmer 106 sein. Noch eine heilige Kerze. Wunderbar. Das heißt, bei nächster Gelegenheit können wir mal in unser Apartment zurück. Können da tatsächlich auch aufräumen. Wenn wir denn eine Gelegenheit kriegen. Hier muss doch irgendwo mal wieder ein Loch sein. Eine Ampulle. Oh, die Ampulle. Die nehmen wir definitiv mit. Bestes Heil-Item im Spiel. Schenkt uns vorübergehende Unverwundbarkeit. Mehr kann ich nicht tragen. Das ist blöd. Da... das ist ein Erste-Hilfe-Koffer, oder? Verbraucht sich das mit der Zeit? Ich finde das gerade ein bisschen lächerlich. Okay, Zimmer 106, Erste-Hilfe-Koffer. Merken, Leute. Ja, das wird im Test abgefragt. Wenn wir wieder in unserer Wohnung sind, werden wir auch die Schlüssel mal in die Truhe schmeißen. Die scheinen wir ja definitiv nicht zu brauchen. 6 Ketten versperren mir den Weg. Ich kann die Tür nicht öffnen. 1:05, das Ziel unserer Reise. Dazu müssen wir aber erst die Ketten öffnen. Wie wir die Ketten öffnen? Indem wir auf die andere Seite des Hauses gehen. In den Ostflügel des Erdgeschosses.
Und dann sind das die Patients, können die hier runterkommen. Ich will nicht, dass die hier runterkommen. Ich will das nicht. Ich will das definitiv nicht. Ist hier irgendwas zu untersuchen? Nein. Das sind die Schließfächer der Mieter, aber um die brauche ich mich jetzt nicht zu kümmern. Die Tür ist fest zu. Ich wusste es, hier komme ich nicht hinaus. Nee, rauskommen wir dann auf anderem Wege. Jetzt müssen wir erstmal in den Ostflügel, jetzt müssen wir die Ketten sprengen. Es wäre echt toll, wenn hier irgendwo nochmal ein Loch wäre, oder? Da, seht ihr diese Kerle hier? Shut the hell up. You can't blame it all on me. Davon sind hier in diesem Abschnitt 6 Stück verteilt. Die müssen wir alle finden und quasi einsammeln, um die Ketten zu sprengen. Und wenn wir die Ketten gesprengt haben und Zimmer 105 betreten können, dann ist der Punkt gekommen, wo wir versuchen werden, Eileen zu retten. Was liegt hier? Achso, mehr kann ich nicht tragen, liegt da. Scheiße. Das war die weg. Das war's mir wert. Ja, so kann man auch Inventar freiräumen, ne? Merkt euch aber bitte Zimmer 106, ja? Da müssen wir definitiv dann nochmal hin. So, 2 von den Kerlen hängen im Flur und die anderen 4 sind in den Zimmern verteilt, in den Apartments, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Gut zu wissen. Wir können jetzt mal etwas mehr mit unserer Schusswaffe agieren. Es gibt ja keinen Grund, Munition aufzuheben. Im Endkampf benutzen wir ja sowieso keine Schusswaffe. Alter, guckt euch mal die Reichweite von den Kerlen an. Wie fies ist denn das bitte? Ich wollte gerade sagen, wenn wir Glück haben, fallen sie beide um. Ah, die Kerle sind echt schlimm. Den Versuch zusammen, wir sollten uns mal den Revolver holen. Weil die Musik ist sehr entspannend im Großen und Ganzen, oder? Ich denke, ich nehme den Revolver dann mit, wenn wir wieder in der Wohnung sind. Es muss irgendwo einen Zugang geben. Diese Wohnung kann nicht völlig sinnlos gewesen sein hier. Ein Nährstoffdrink, ja klar, nehmen wir mit. So, schmeißen wir gleich ein. Gab es hier wirklich nur Heilung? Kein Gehängten? Doch, da. Anyway, let's get out of here. I can't stand it anymore.
Da hinten ist noch einer, ich kann ihn sehen. Wir haben im Moment auch Platz im Inventar, wir können dann Raum 106 nochmal aufsuchen wegen der Heilung. Da sind ja auch wieder Twins. Nein, hier ist ein Geist drin. Das ist ja fast genauso gut. Eine tote Katze in einer Jeans eingewickelt. Von der Katze haben wir ja schon gelesen, ne? If that super hears him, we're in trouble. There's something about that guy. I just don't like the look of him. Die Tür ist zu, die Tür ist zu. Und hier ist das Schloss kaputt. Na gut, dann haben wir hier wieder. Ahaha, halt, Heilung. Ich nehme alle Heilung mit, die ich kriegen kann. Das waren jetzt 4, ne? Oder? Das waren 4, ja. Das heißt 2 noch. 2 müssen wir noch finden. Ich kann ja schon mal meine Waffe aufladen. Wir sehen ja da hinten schon den nackten Twin, der auf uns wartet. Komm spielen. Ich hab gesagt, komm spielen. Brav, brav, brav. Alter, guckt euch mal die Unterseite an. Das fällt mir jetzt erst auf. Wie krank ist dieses Spiel bitte? Von den Waffen nah an das Zimmer. Das sind ja alles Nachbildungen. Die sind ja alle nicht echt. Hurry up. Get back. Das war der letzte. Was liegt hier auf dem Fußboden? Pistolenkugeln. Nö. Nö, die nehme ich jetzt bestimmt nicht mehr mit. Dann lieber noch den Erste-Hilfe-Kasten. Kann man hier rein? Nee. Guck mal, da ist ein Wallman. Okay, dann können wir ja jetzt zurück. Dann sind wir ja hier fertig. Und das heißt, wir können uns jetzt endlich das Fleisch der Mutter holen. Ich weiß jetzt nur nicht. Doch, doch, ich weiß. Ich rede gerade mit mir selber. Ich, nicht weiter drauf achten. Ich rede häufig mit mir selber. So Standard für Let's Play, ne? Sagst du? Ja, ehrlich gesagt sehe ich das ein bisschen anders. Wir müssen ihn aufhalten, das trifft schon eher.
Hier durch die Tür, oder? Das ist die richtige Tür, ne? Das ist nicht die richtige Tür. Aber das hier ist die richtige Tür. Und dann werden wir gleich versuchen, Aileen zu heilen. Denn Raum 105 ist unsere letzte Chance dafür. Ich gehe jetzt nochmal zu 106. Wir holen uns noch die Heilung. Ja, aus dem Zimmer der Krankenschwester. War ja hier hinten. So, alle Heilung, die ich kriegen kann, nehme ich natürlich mit. Und dann... Ich weiß nicht, ob die nächste Sequenz sofort startet, wenn wir Zimmer 105 betreten, oder erst, wenn wir uns den Kasten nehmen. Deswegen werde ich mal versuchen, sich hier draußen zu heilen. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Wir haben 2 Kerzen. Das heißt, wir können es einmal hier draußen versuchen. Und haben dann noch eine Chance, es im Zimmer auch nochmal zu versuchen. Der Trick, der Glitch ist nämlich der, wenn wir so eine Kerze auf den Boden stellen, verschwindet Aileens Besessenheit, verschwinden Aileens Wunden. Aber leider nur vorübergehend. Der Trick ist jetzt, das auszunutzen, um jetzt möglichst schnell eine Zwischensequenz zu starten. Damit in manchen Fällen, nicht immer, aber oft genug, dass das teilweise wirklich empfohlen wird, die regenerierte Lebensenergie permanent wird. Und es empfiehlt sich, das in diesem Moment zu machen, weil, so viel will ich jetzt einmal schnell verraten, um zu erklären, warum ich das jetzt mache und nicht früher oder später. In Zimmer 105 werden wir einen Gegenstand erhalten, den wir brauchen. Und sobald wir diesen Gegenstand haben, startet eine Sequenz und danach ist Aileen nicht mehr bei uns. Sie wird uns in dieser Sequenz verlassen. Das heißt, das ist die letzte Chance jetzt, sie zu heilen. Deswegen werde ich das jetzt einmal hier versuchen und wenn wir können, dann auch nochmal im Zimmer, bevor ich die Sequenz starte. Auf geht's. Nee, wir müssen uns ein bisschen Zeit lassen, wir müssen warten, es dauert eine Weile. Ihr seht, die Kerze brennt wesentlich langsamer ab als bei uns in der Wohnung. Also wirklich viel Wirkung zeigt es nicht, ne? Obwohl, ja, doch. Doch, das funktioniert tatsächlich. Guckt euch das an. So, kurz vor knapp. Wir gehen rein. So, und wir machen... Da ist das Kästchen, das wir einsammeln müssen. Deswegen, wir versuchen das Ganze hier jetzt nochmal. Ich gehe da auf Nummer sicher. Aileen, komm etwas näher. Stell dich mal in die Flamme rein hier. Warum wir das machen, warum das so wichtig ist, wie viel Lebensenergie Aileen hat, das kann ich euch gerne während des finalen Bosskampfes nochmal erklären. Der übrigens gar nicht mehr so weit entfernt ist. Wir stehen quasi unmittelbar davor. Die Mechaniken des Bosskampfes, die werde ich euch aber während des Bosskampfes erklären und jetzt nicht vorgreifen schon mal. Ich glaube, so versuchen wir es, oder? Sieht gut aus. Sieht gut aus. So, jetzt gib her hier das Teil. Ich hoffe, es funktioniert. Ich will wirklich das gute Ende haben. Dafür war ich ja sogar bereit, eine heilige Kerze zu opfern. Wir haben noch eine in der Truhe, ne? Wir können noch eine... Ein Haunting können wir noch mal löschen. Guck, sie sieht wieder wesentlich besser aus als vorher. It's Walter. He's crying. Even finishing the 21 sacraments. It won't help that boy. I'm going back, Henry. To the room where he is. We're the only ones. Only ones that can stop him.
Wir haben die Nabelschnur. Oh ja, wir haben uns gerade eine uralte, vergammelte, verschrumpelte, stinkende Nabelschnur in unsere Hose gesteckt. Alter Henry, und ich dachte, es ist schlimm, wenn James mit seiner Hand in Toiletten rumfischt. Aber das toppt echt alles. So. Ich glaube übrigens, es hat funktioniert, denn an dem Dialog von Eileen, unmittelbar bevor sie uns verlässt, kann man so ein bisschen herleiten, wie weit sie schon weg ist, wie sehr sie besessen ist, wie kurz sie davor ist zu verlieren. Sie hat uns mit Henry angesprochen, sie hat von Walter geredet. Das ist ein gutes Zeichen, das heißt, sie ist in Tip-Top-Kondition, ihr geht es gut. Wenn sie so ein bisschen angeschlagen wäre, wir sagen mal neutral, hätte sie uns Henry Townshend genannt und hätte von Walter Sullivan gesprochen. Und wenn sie ganz weit weg gewesen wäre, hätte sie sich wie ein kleines Kind aufgeführt, hätte gefragt, Mami, wo ist meine Mami und lauter sowas. Also zumindest im Rahmen dieser Zwischensequenz hat der Trick, sie zu heilen, schon mal funktioniert. Ob das Ganze sich dann natürlich auch auf den Bosskampf überträgt, das müssen wir gucken. Das werden wir noch in Erfahrung bringen. Ich bin ein bisschen nervös.